Nun, wo ist sie? Menschenmassen sind bereit, stundenlang zu warten und zu stehen. Alles fürs Idol. Sie kommt! Was? Endlich! Schießt alles, ihr dürft nichts verpassen! Ein Sicherheitsmann? Wo ist Jess? Und da ist sie, der Weltstar, die Stil-Ikone, diejenige, deren Name in aller Munde ist, die geniale und einzigartige Jess Miller. Jeder Auftritt in der Gesellschaft ist ein großes Ereignis. Für den Star selbst sind Fans und Paparazzi eine einfache Routine. Ich liebe dich, Jess. Und sie weiß, wie sie ihren Ruhm genießen kann. Sie ist selbstbewusst. Ich werd's fangen. Es ist so schön, einen Wächter zu haben und sich um nichts zu kümmern. Ich hab's. Alles klar, Jess. Dein Diadem. Danke. Neil, wo ist mein Stift? Hier, bitte. Ich bin dein Fan. Keine Sorge, jeder bekommt ein Autogramm. Das will ich schon so lange haben. Das ist meine Chance. Ich hab's. Ach, so viel Glück habe ich noch nie gehabt. Autos willen Diamanten. Mein Reichtum ist grenzenlos. Was könnte es sonst noch geben? Ich bin die Popprinzessin. Du musst nicht mehr ins Waisenhaus. Jetzt bin ich an der Spitze. Was ist das? Oh, Baby, wie bist du hergekommen? Du bist süß. Hier liegt ein Blatt Papier. Ich habe sie aus Versehen adoptiert? Das ist gut. Ich wollte schon immer Mutter sein. Es ist also 13 Jahre her, dass Cindy Teil von Jess' Familie wurde. Oh, Cindy, hallo. Sie ist hier. Ich frage mich, wie es ist, die Tochter eines Superstars zu sein. Schatz, dein Frühstück. Oh, goldene Nudeln, mein Lieblingsessen. Vergiss nicht, deinen Tee zu trinken. Er fördert die Verdauung. Lecker, gesund, teuer. So mag ich es. Danke, Mami. Nur das Beste für meine Tochter. Toll. Wir werden keine normale Milch nehmen. Das ist für das gemeine Volk. Aber Honiggelee mit Goldstückchen und Diamanten ist was anderes. Es scheint, dass in so einer Familie die Tochter immer verwöhnt wird. Badet Cindy wirklich in Luxus und wird gierig nach Geld? Ich wünschte, ich könnte auch so leben. Meint er es ernst? Ach, nein. Eigentlich ist alles ein bisschen anders. Oh, ich hoffe, es wird gut. Schokozahnpasta statt Zahnpasta. Lecker. Damit fange ich sogar an, mir die Zähne zu putzen. Aber warum hier aufhören? Ich kann sie einfach direkt essen. Hast du gesehen, dass ich das Gesicht der Nutella-Werbekampagne geworden bin? Jetzt wird es bei uns zu Hause reichlich davon geben. Die Art von Frühstück ist super. Nein, nein, du isst was anderes. Ugh, erzähl mir nicht, dass du die richtige Ernährung willst. Die Dinge haben sich geändert. Ich bin das Gesicht der Frischgemüselieferung. Probier Brokkoli. Hallo, ja? Ich komme zur Met-Gala. Ich habe keine Wahl. Ich muss das essen. So sind die Dinge nun mal. Es ist Zeit, mit dem Unterricht zu beginnen. Bitte seid leise. Hallo. Hey, Nerd. Sieh dir das an. Hol mal dein Smartphone raus. Und es stellt sich heraus, dass Mr. Green ein Jazz-Fan ist. Ich werde nie das Konzert vergessen, wo sie in meine Richtung geguckt hat. Und was haben die Jungs so Interessantes gesehen? Ob Cindy weiß, was auf ihrem Rücken steht? Hey, das war's. Ihr werdet Chemie in eurem Leben brauchen. Hey, ihr zwei. Cindy, komm bitte an die Tafel und zeig uns, wie du deine Hausaufgabe machtest. Okay, passt gut auf. Nick, hast du den Code gescannt? Ja, das war eine coole Idee. Ich fand's gut. Was ist mit denen los? Ach, das war's also. Ich will auch wissen, was da los ist. Ich bin fertig. Cindy, was hast du auf deinem Rücken? Was ist es? Ich kann's nicht sehen. Oh,
Ich kann mich von diesem TikTok-Kanal nicht losreißen. Das ist Jess selbst. Hast du es gesehen? Mein Karamell, du und ich sind zu einer privaten Party auf der Yacht eingeladen. Wir müssen ein Outfit finden. Schauen wir mal hier. Was für eine schlechte Wahl. Das ist aus einer alten Kollektion. Das hast du schon getragen. Das ist eigentlich meins. Komm schon, Mom. Wen interessiert das, hä? Du bist meine Tochter. Du brauchst einen schicken Look. Deshalb gehen wir einkaufen. Ach, es ist sinnlos, sich zu wehren. Ich muss mich vor der Paparazzi schützen. Warte auf mich. Fertig. Los geht's. Oh. Hi. Schauen wir mal, was in dieser Boutique ist. Nimm die Maske ab. Oh ja. Es scheint eine schöne Auswahl zu geben. Willkommen in unserer Boutique namens Latroom. Oh, Sie sind Jess Miller. Oh, ich freue mich, dass ich Ihnen helfen könnte, das zu finden, was Sie suchen. Lassen Sie mich die Neuheiten zeigen. Ein Designertuch. Der letzte Schrei. Wie soll man es tragen? Oh, ich hab's. Und voila. Was hältst du davon, Cindy? Oh ja. Geben Sie meiner Tochter auch eins. Klar, was immer Sie wollen. Es gibt einen Preisnachlass. Es kostet nur $10.000. Toll, ich sehe aus wie du, Mom. Es steht dir gut. Lass uns ein paar Souvenirfotos machen. Wir müssen sie ausdrucken und einrahmen. Fertig. Miss, wir kaufen sie. Was für eine wunderbare Wahl. Das macht $20.000. Hier, bitte sehr, behalten Sie den Rest. Danke, kommen Sie wieder. Lass uns noch ein paar mehr besuchen. Okay, Captain. Au! Hallo! Puh, diese Paparazzis. Ich bin mir so leid. Herr Green, was ist das? Ich habe beschlossen, meinen Stil zu ändern. Was haltet ihr von meinem Kopftuch? Es ist von meiner Mom. Mir gefällt die Maske. Naja, wenigstens habe ich einen Fan. Nun, wie soll ich das lösen? Ich muss drüber nachdenken. Nein, ich kapiere es nicht. Wer hat eigentlich Mathe erfunden? So ein blödes Fach. Oh. Hast du Probleme? Lass mich mal sehen. Du ruhst dich aus. Danke, die Beste. Das sollte mir nicht schwerfallen. Was ist das für ein Thema? Nein, das macht doch keinen Sinn. Oh. Sieht so aus, als ob Mathe für die beiden nicht machbar wäre. Oh nein, ich bin wach. Ein Marshmallow-Pool. Was ist mit den Hausaufgaben? Ich kann meine Tochter doch nicht im Stich lassen. Hallo, meine Schlaumeier. Ich veranstalte einen Wettbewerb. Wer als erster den Test löst und mir die Aufgaben schickt, bekommt ein exklusives Geschenk. Eine Führung durch das Haus des Stars. Oh, das ist Cindys Mutter. Eine einmalige Gelegenheit. Dieses Gemälde war ein Geschenk des Präsidenten und das hier habe ich für nur $3 Millionen ersteigert. Und das hier ist ein Poster von allen Filmen. Ist das nicht die gleiche Hausaufgabe? Oh, ich gebe sie Ihrer Tochter lieber selbst. Nehmen Sie sie. Oh wow, tolle Poster. Sowas habe ich noch nie gesehen. Oh hi, ich bin froh, dich zu sehen. Was machst du hier? Ich habe dir das hier mitgebracht und eine Rose. Du hättest mich vorher warnen sollen. Mir wird gleich schlecht. Was für ein Albtraum. Hier, wisch es dir unter die Nase. Danke. Ach, tut mir leid. Ich habe das schmutzig gemacht. Kein Problem, behalte es. Ciao. Was soll das? Das ist mein Abonnent. Er hat deine Mathearbeit gelöst. Ich krieg keine 6? Danke. Happy Birthday, liebe Superstar-Tochter. Kennt sie überhaupt meinen Namen? Herzlichen Glückwunsch. Lass uns Selfies machen. Hey Abonnenten, wisst ihr, wessen Tochter das ist? Die arme Cindy. Oh, ich habe einen Weg gefunden, die lästigen Fans loszuwerden. Das WLAN ist ausgefallen. Endlich. Also, hast du es geschafft? Ja, nur für dich. Oh, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Sie hat die Aufmerksamkeit auf mich gerichtet. Wow. Nick bekommt wieder eine 6 und Cindy hat alles ohne Fehler beantwortet. Ach, ich würde gerne mal ihre Mutter kennenlernen. Das lässt sich arrangieren. Ich habe mir einen genialen Plan ausgedacht. Sie muss herkommen, um mit mir über die schlechten Leistungen der Tochter zu sprechen. Mein Goldstück, was regst du dich auf? Mein Lehrer möchte mit dir über die schlechten Noten sprechen. Was? Okay, beruhige dich. Atme ein und aus. Er will reden? Gut, lass uns reden. Hier ist dein Mikrofon, Jess, und deins, Mr., wie auch immer der Name ist. Mein Name ist Pete Green. Ich bin ein großer Fan von ihm, Frau Miller. Mach die Kopfhörer nicht kaputt. Wir sind auf Sendung. Ist es angeschaltet? Aufregend.
Herr Green, können Sie uns sagen, wie es sich anfühlt, die Noten der Tochter zu fälschen, um die Mutter zu treffen? Leute, glaubt ihr, dass Lehrer das Recht haben, sowas zu tun? Schreibt eure Antwort unten hin. Übrigens, erinnert ihr euch an die Anzeige auf dem Rücken meiner Tochter? Scannt den QR-Code, da findet ihr was Interessantes. Bye!